Bling. Witch. Hallo, hier ist Tim Soart. Und wer hat mal Bock wieder auf ein Yu-Gi-Oh! Video? Also ich zumindest. Deswegen hat mir der liebe Blackie von MTG Blackset eins geschickt mit einem Deck-Tag von einem Deck, was er sich jetzt gebaut hat. Und ich bin ihm mega dankbar dafür. Es ist eine mega coole Collab geworden. Und das ist jetzt dann sowas wie mein allererstes Reaction-Video. Weil ich werde einfach meine Kommentare einwerfen in sein Video, auch mit dem Face-Screen jetzt hier. Und bin mal gespannt, wie euch das gefällt. Dieses Video ist dann jetzt auch vor allem für die Yu-Gi-Oh!-Spieler, die jetzt gerade im Meta sind und ein interessantes Deck sehen wollen. Und zwar ist das ein Salamangreat-Deck. Aber vielleicht nicht so unbedingt, wie ihr es gerade kennt. Blackie hat immer noch so ein bisschen seinen eigenen Twist. Und es ist aber auch ein Video für Leute wie mich, die lang nicht mehr im Yu-Gi-Oh!-Meta-Game drin waren und vielleicht wieder ein bisschen reinkommen wollen. Und aus deren Sichtweise werde ich dann so meine Kommentare geben. Alles klar. Dann starten wir mal ins Video. So Leute, und herzlich willkommen zum neuen Video. Und ihr merkt schon wieder, der ist wer anders als der Tim. Bin in letzter Zeit ziemlich häufig auf diesem Channel. Tut mir leid. Für euch? Oh, gut. Ja, ich finde es cool. Mein Name ist MDG Blackset, werde genauso Blacky genannt und Mark und irgendein Namen wird schon passen. Viele kennen mich vielleicht als Magic the Gathering Content Creator und vielleicht auch von dem einen oder anderen Judge-Sachen. Was viele nicht wissen, ist, dass ich jahrelang begeisterter Yu-Gi-Oh! Spieler war. Gerade so die erste Zeit, so das GOAT-Format, was Tim euch ja auch schon am Channel hier vorgestellt hat. Großartig, ich liebe es. Und ja, irgendwann 2021 kam so dieses, ja cool, ich kann kein Magic mehr spielen. Gucke ich mal, ob ich Yu-Gi-Oh! Spielen kann. Dabei ging es dann natürlich eher darum, nicht, dass ich nicht mehr spielen kann, dass ich verlernt habe, sondern eher, dass ja, Yu-Gi-Oh! Hat einige sehr interessante Fakten. Ich bin sehr der Ansicht, wir können alle davon profitieren, wenn wir mehr bei den anderen Kartenspielen schauen, als nur bei einem Kartenspiel. Meine ob das Rede. Jetzt Yu-Gi-Oh! Ist, Pokémon, Magic, Flesh and Blood, umso mehr Karten ihr spielt, umso mehr Taktiken seht ihr und umso interessierter seid ihr auch an bestimmten Dingen. Für Yu-Gi-Oh! Ist es einfach Combo-Turns, lernen, sehen, verstehen, was die Gegnerkarten tun. Und bei Magic ist es halt Mana-Ressourcen zum Beispiel. Und ja, normalerweise muss man ein Yu-Gi-Oh! Deck-Tag so machen. Das ist zumindest alles, was ich online sehe. Okay. Dass die Leute eine Karte erklären, während sie halt gefühlt die Karte die ganze Zeit hin und her drin. Das werdet ihr bei mir nicht sehen. Ich werde Stück für Stück die Karten mit euch durchgehen. Ich habe schon gesehen, es ist Gazelle, es ist ein Salamangreat, ein Deck-Tag, was ich so auf Turnieren gespiele und auch schon gespielt habe, was ganz gut läuft. Und ich habe noch zwei andere Decks. Ich habe noch einen Sky Striker und ein Rogue Shadow Deck, was so ein bisschen mit Magistus Engine spielt. Aber heute möchte ich euch einfach das gute alte Salamangreat vorstellen. Ja, gegen die drei Decks habe ich auch schon bei ihm gespielt. Sind auch alle echt stark und ich mit meinen sehr alten Decks, Rotaugen, Burning Abyss und ein Anti-Deck, hatte da kaum eine Chance gegen. Wobei das Anti-Deck teilweise gut performt hat. Wenn du Spezialbeschwörung verhinderst, ist das ja auch kein Wunder. Und zwar in der Variante, die ich aktuell spiele. Da sind noch ein paar neuere Karten dabei gekommen, die ich jetzt aktuell noch nicht spiele. Zum Beispiel diesen C-Typen, weil, ja, nee, mache ich einfach nicht. Brauche ich nicht. Gucken wir uns an, was das Deck kann. Wir haben zuerst mal die Gazelle. Und das Problem bei Yu-Gi-Oh! Karten ist ganz einfach. Sie haben eine Menge Text. Deshalb, normalerweise dürfte unten irgendwo auch eine Deckliste verlinkt sein. Da könnt ihr euch die Karten anschauen, was die Karten genau tun. Weil wenn ich jetzt über jede Karte einzeln drüber gehe, was die genau tun, gar nicht wichtig für euch ist. Das ist das Herz und die Seele des Decks. Meiner Meinung nach eine Karte, die ja viel öfter gemacht werden müsste. Sie ist so gut. Licht ist eine komische Erfindung der Menschheit. Kommen wir zu den anderen wunderschönen Salamangreat-Karten. Wir haben dreimal Spinny. Spinny ist als Special Summon, weil er sich einfach selber umsonst Special Summon kann. Ähnlich haben wir auch zwei Fuchsis, also Foxys. Auch hier für die Special Summon, genauso wie der nächste Kandidat. Jack Jaguar, auch er sehr, sehr leicht spezial zu beschwören. Und der letzte im guten Bund ist der Falco. Das ist jetzt wie bei Burning Abyss. Hauptsache, man hat viele Kreaturen, die man direkt gleich, oder viele Monster, die man direkt gleich spezial beschwören kann, damit man direkt in die Extra-Deck-Monster reingehen kann. Das ist, so ist Yu-Gi-Oh! Heutzutage. Davon spiele ich genau diese Ratio, weil mehr war nicht drin. Dafür muss ich das Deck dann doch mittlerweile ein bisschen anders spielen. Ich habe es früher richtig Full-Combo gespielt. Mittlerweile ist es halt so,
Ja, es ist ein Combo-Deck, ja. Aber es kann halt auch grinden. Und ich habe es damals wirklich full Combo gespielt mit hier Fire Fusion und was nicht allem. Für den, der in Grinden und Combo nichts sagt, also Combo ist halt wirklich, dass du versuchst, halt möglichst viele Karten vom Deck sofort auszuspielen, dass du halt die absolut krassesten Monster direkt auf dem Feld hast und da der Gegner schlecht durchkommt durch die Combo. Und Grinden, das ist halt eher so, dass du darauf spielst, dass dein Gegner viel auch Ressourcen und Removal auf deine Karten verballern wird, aber du halt mit dem Grind-Game halt immer wieder reinkommst ins Spiel und so. Und da ist halt Burning Abyss zum Beispiel sehr gut, Karten mit dem brennenden Abgrund und Dante, weil die sich halt immer wieder vom Friedhof wiederholen. So. Mittlerweile ist es eher so ein Grind-Combo-Deck, würde ich sagen. Ja, klingt komisch für alle Leute, die damit nicht so viel Berührung haben, aber so würde ich es zumindest definieren. Dann kommen wir zu den anderen Salamander Great Sachen. Wir haben den Groß-Salamander Kreis, einfach nur zum Raussuchen und zum Beschützen unserer Karten. Wir haben ein One-Off des Heiligtums, einfach nur, weil wir damit diese spezielle Mechanik, die die Salamander Greats haben, einfach besser nutzen können. Das ist, wenn sie sich selber Link beschwören mit ihrer eigenen Karte. Das können wir hiermit einfacher machen. Den haben wir übrigens nur auf 1 und den nur auf 1, weil sie nur auf 1 erlaubt sind. Ja, ihr seht schon, Link-Monster, damit habe ich halt noch gar nichts so viel zu tun gehabt. Also ich habe kein einziges Link-Monster in meiner Sammlung. Aber das Prinzip ist bei vielen Decks so dasselbe. So. Es kommt ziemlich oft extra Deck-Monster ja mittlerweile an. Und ihr seht schon, dieses Deck gibt's auch schon ein bisschen länger, weil es ist schon auf der Bennett-List drauf. Das ist ja, Yu-Gi-Oh! Ist ja quasi alles wie in Magic das Legacy, dass man alle Karten spielen darf, die es gibt. Und es reguliert sich halt immer wieder dadurch, dass von einem Deck dann ein, zwei Karten auf die Bennett-List kommen. Und hier sind jetzt halt die beiden, die auf 1 sind. Dann habe ich zwei Wille des Großsalamanders, einfach nur zum Special-Beschwören. Mehr Spezialbeschwörung ist mehr gut, gerade in diesem Deck. Und dann spiele ich noch zweimal Großsalamander Zorn. Diese Fallenkarte einfach nur, um andere Sachen kaputt zu machen, die ein bisschen nerven. Und ja, da relativ wichtig, können wir setten, können wir da so ein bisschen den Grindplan fahren. Ähnlich wie unsere Counter-Trap, dieses Großsalamander-Gebrülle, wo wir was negieren können. Beides sehr, sehr gut. Das sind alle unsere Salaman Great oder Großsalamander-Karten. Gehen wir noch ein bisschen drauf ein, was wir so machen. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich versuche zumindest möglichst immer Combo zu spielen, möglichst viel Combo. Deswegen brauchen wir Extender, Card Draw und ähnliches. Sowas ist Extender, sowas ist Extender. Und das hier ist der Card Draw. Wir spielen drei Flammen-Buffalos, heißen die auf Deutsch. Okay. Es ist einfach eine Kreatur, die dich Karten ziehen lässt. Einfach zwei Karten ziehen ist immer gut. Weil wir das auch noch öfter machen wollen, ist es natürlich gut, wenn wir Topf der Begierde spielen. Auch hier Topf der Gier ist gewandt. Ja, Topf der Begierde ist so eine Karte, die jetzt jedes Deck irgendwie dreimal braucht. Wird zum Glück auch schon reprinted, ist halt so eine Karte. Du verbannst 10 Karten von deinem Deck, um zwei Karten zu ziehen. Also egal, was draufsteht, wenn draufsteht, du darfst zwei Karten ziehen, wird es eigentlich gespielt. Topf der Begierde nicht. 10 Karten exilieren tut uns nicht weh, dafür zwei Karten ziehen, das ist schon gut. Wenn wir eine spezielle Karte uns raussuchen wollen, können wir auch Signet Gewinnung spielen. Dafür spielen wir auch 3. Die sagt einfach, wir legen eine Karte aus der Hand ab und suchen uns eine eigene Karte raus. Interessant wird es dann halt mit diesen Freeze Self-Summons aus dem Graveyard. Da tut uns das auch nicht mehr weh, dass wir abwerfen müssen. Und dann habe ich noch eine ganz kleine Engine, würde ich sagen, drin, weil wir eben eine Menge Spezialbeschwörungen machen. Und sowas wie ein Nibiru uns halt ganz, ganz schnell auf Guard erwischen kann, spiele ich 3 Peril Exceed. Das ist eine Karte, die wir einfach speziell beschwören können, wenn wir Links sammeln. Und dann ist sie Level 4 und dann können wir aus dem Deck noch einen für Level 4 holen. Dann überlegen wir die und holen uns eine Rafflesia. Zu der Karte kommen wir gleich. Und mit der Rafflesia können wir uns dann diese schöne Fallgrube der Totengräber raussuchen. Und die spielen auch die sehr, sehr cool, diese Kombination. Einfach nur, um Nibiru auszuschalten. Das ist nur dafür da, um Nibiru auszuschalten. Ähnlich kommen wir jetzt eben zu gegnerischen Handkarten, Karten, Problemkarten, wie zum Beispiel den Nibiru. Ash ist auch nicht cool, aber Ash und Ähnliches können wir from the grave callen. Also können wir einfach sagen, hey, wir wählen ein Monster aus dem Friedhof und exilieren das. Jetzt gerade mit der neuen Regelung triggert es dann nicht mehr. Finde ich sehr, sehr gut. Ich habe es probiert mit der neuen Karte, die eine Karte aus deinem Deck rausnimmt und eine Karte negiert oder der Gegner darf sie nicht spielen. Ist zu clunky in dem Deck leider. Ich habe mich mega drauf gefreut, aber haben wir nicht. Deshalb habe ich jetzt dreimal den verbotenen Kelch drin, der einfach eine Karte eine Runde lang sagt, der hat keine Effekte mehr. Also kurz zu den Handtraps, das ist jetzt auch was, was jeder braucht in jedem Yu-Gi-Oh! Deck und was ich leider noch viel zu wenig habe. Ich habe einfach nur die Decrows und Effect Wailer bisher.
Aber Verbotener Kelch, ich liebe diese Karte. Die habe ich damals schon, als sie rausgekommen ist in Rise of Destiny oder sowas. Die ist uralt. Da habe ich die schon richtig gefeiert, weil ich mir schon dachte, Mann, die wird mal richtig gut oder die ist eigentlich richtig gut, weil sie so vielseitig ist. Und ich finde das geil, dass jetzt auch nach all der Zeit immer noch gespielt wird. Ich habe davon auch ein paar mehr geholt, weil ich die einfach gut finde. Schon damals. Sehr, sehr wichtig, gerade in dem Deck. Und nicht zu verachten, dieser 400 Attack Boost ist relevant, wenn man mit der Fusion spielt. Was wir in dieser Version nicht tun, aber wenn man die Fusion spielt, ist dieser 400 Attack Boost relevant. Und dann habe ich drei Ashes, die beste Handtrap meiner Meinung nach, weil sie am generischsten ist. Die schlechteste Handtrap, weil sie nur generisch ist und deshalb nicht stark genug ist. Deswegen, sie ist ein zweischneidiges Schwert. Stark ist sie aber in Solomon Grade, weil man sie wiederholen kann. Wir haben eine Link-Kreatur, die uns immer wieder Feuerkarten aus dem Friedhof wiederholt. Damit können wir unsere Handtrap wiederholen, können sie wieder abwerfen und dem Gegner was negieren. Und zu guter Letzt spiele ich nochmal drei Handtraps, und zwar Geistermädchen und Spukhaus. So ein bisschen als Spezialbeschwörung aus dem Grave neutralisieren und Grave-Interaktion ein bisschen zu schrumpfen. Das sind meine 40 und wie sich das gehört für jeden Yu-Gi-Oh! Deck-Tech, kommen wir gleich zum Combo. Jetzt geht es erstmal zum Extra-Deck. Im Extra-Deck spiele ich drei Signalluchse. Die Signalluchse werden mittlerweile gar nicht mehr so häufig gespielt, die werden meistens nur noch zweimal gespielt. Ich finde sie grandios, wenn man sie aus dem Friedhof exilen kann, um einfach Sachen zu schützen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Dann unser Grandplan ist der Sonnenlichtwolf, der uns sowohl Spells als auch Kreaturen immer wieder aus dem Friedhof holen lässt und damit einfach eine super, super Value Engine ist. Dann haben wir zwei Hitleos. Hitleos sind dafür da. Erstens können wir damit gut Link climben. Zweitens können wir damit einfach gegnerische Karten weghauen. Das ist sehr, sehr wichtig in einem Deck. Dann endlich von der Bandlist runter. Endlich! Ha! Großsalamander Wunderhengst. Ein weiterer Extender, ein sehr guter Extender, ein einfacher Extender und geht ziemlich, ziemlich gut ab. Müssen wir aber aufpassen, wenn wir den benutzen, können wir nur noch Feuerkarten sammeln. Das wird bei den nächsten paar Karten schwierig, weil das sind alles unsere Feuersamts. Dann haben wir noch den Update-Störer. Update-Störer einfach nur zum Link-Climben, damit wir ein bisschen hochkommen. Und wenn wir damit Links sammeln, kann die Kreatur doppelt angreifen. Dann haben wir einen Kranzkudier-Sprecher. Der alleine sorgt schon dafür, dass man normalerweise ziemlich hart zuhauen kann und auch schon für ordentlich ins Gesicht hauen kann, wenn er zweimal angreifen kann. Und wenn der ein bisschen ATK drauf bekommt, das kann schon Liefel sein. Aber um das Ganze noch zu verbessern, habe ich natürlich noch einen Zugangscode-Sprecher, heißt er in Deutsch. Ja, das ist wohl meiner Meinung nach die zweitstärkste Karte aktuell. Ja, viele Leute sagen, Phoenix Enforcer ist stark. Ich finde den nicht stark. Flame mich bitte nicht dafür, das ist nicht mein Account. Alles sehr teure Karten. Aber natürlich ist der Dragoon wesentlich stärker, wenn er mal im Feld ist. Wenn er nicht im Feld ist, ist er super irrelevant für alles und jeden. Zugangscode-Sprecher, ähnliches Prinzip. Removed, macht Damage. Killt in einem sehr hohen Tempo und wir können mit Update-Störer einfach einen Two-Hit machen. Das heißt, wir können mit dem Transcode-Talker zweimal zuschlagen. Dann habe ich ja schon angesprochen, wir haben die Rafflesia drin. Rafflesia kann eben eine Materialabhängung und uns eine Fallenkarte aus dem Deck ins Spiel bringen. Sehr, sehr wichtig eben für unsere Anti-Nibiru-Tag. Dann habe ich eine Babushka. Babushka kann eben ein bisschen Zeit kaufen, kann die gegnerischen Karten im Verteidigungsmodus setzen. Und gerade für jedes Deck, das nicht Links-Summonen basiert ist, was aktuell sehr wenig Decks tatsächlich sind, ist es wirklich gut, die zu haben und einfach den Gegner wegzublocken. Und dann zu guter Letzt haben wir noch einen Abyssbewohner. Graveyard ist halt ohne Ende da, das Exilen auch. Und der Abyssbewohner geht halt hin und sagt, hey, du darfst nicht exilen, hey, du darfst nicht exilen. Das reicht oftmals, um zu gewinnen gegen manche Decks. Das sind unsere 15 Extra-Decks-Karten. Normalerweise zeigen Yugi-YouTuber keine Sideboards. Ich verstehe nicht, warum. Ich habe das mehrfach schon Leute gefragt. Die Leute können es mir nicht beantworten. Wenn ihr eine Antwort dafür habt, schreibt mir die mal bitte in die Kommentare. Ich glaube, ich verstehe, warum, weil es sich das Meta sehr schnell ändert. Also gerade im Vergleich zu Magic oder so hat man wirklich praktisch jeden Monat eine neue Meta, was sehr, sehr krass ist, wenn ihr mich fragt. Und deshalb sind Sideboards sehr, sehr schnell outdated. Das Sideboard spiele ich jetzt aber schon relativ lange und auch in verschiedenen Meten und es funktioniert eigentlich ganz gut. Wir haben immer Gozen Match zweimal. Gozen Match sagt halt, wir können praktisch noch ein Attribut da haben, eine Eigenschaft. Ist halt ganz nett, weil wir fast nur Feuer spielen und dann sagen so,
Ja, wir kontrollieren nur Feuer. Und du? Ja, du hast eine Wind, eine Erde, eine Wasser. Das Problem ist halt, dass aktuell sehr viele Wind, sehr viele Wasserdecks unterwegs sind. Weshalb die aktuell nicht so gut ist, kann man austauschen, kann man bessere Karten finden. Auch hier eine Going-First-Karte, einfach nur um den Gegner schön davon abzuhalten, irgendwas zu machen in seinem Zug und wir gehen einfach in Kombo und gewinnen. Wow, Reißer-Tribut. Einfach so wahrscheinlich die einzige Karte, die noch im Gold-Format irgendwie erlaubt ist und hier auch drin ist in diesem Deck. So verrückt, ey. Sehr, sehr nett. Ich mag die Karte. Ja, ich weiß, sie kann sehr schnell negiert werden, aber ich finde sie sehr, sehr stark. Dann haben wir einen feierlichen Schlag. Feierlicher Schlag kann eben auch Nibiros und andere problematische Karten vom Feld räumen. Sehr, sehr angenehm, sehr, sehr schön. Das sind eine Menge Going-First-Karten. Kommen wir mal zu Going-Second-Karten. Going-Second-Karten-Unterschied ist natürlich Going-First. Wir setzen ein paar Karten und sagen, go, Gegner, versucht irgendwas, wir versuchen ihn aufzuhalten und versuchen dann unsere Combo zu machen. Wenn der Gegner jetzt aber anfängt, aus Gründen, dann versuchen wir mit weiteren Handtraps zu quallern. Da haben wir Artefakt Longius Lanze, die eben, damit der Gegner nicht weitere Karten aus seinem Friedhof exiliert, gegen Dinos und ähnliches, der Wahnsinn. Dann haben wir die Didi Crow, ihr merkt schon, ich bin sehr Graveyard-Heavy-Ding. Didi Crow finde ich einfach so, so, so mächtig. Sie ist so alt und sie ist so mächtig, gerade gegen Sky Striker und ähnliches, Karten aus dem Friedhof rausnehmen, es ist wirklich der Wahnsinn. Und dann habe ich noch drei Kosmos-Zyklone drin, weil wir eben manchmal eben in was laufen, was ein Floodgate ist, was wir nicht aufhalten können. Und ja, die müssen wir auch loswerden. Dementsprechend habe ich hier noch drei Kosmos-Zyklone. Früher der MST und ich habe diese Karte leider auch noch kein Mal. Ich habe sie in Duel Links locker irgendwie dreimal, so, weil Duel Links war sie halt irgendwann verfügbar und ich weiß jetzt auch, was sie macht. Ist halt direkt ins Exil schicken, ist einfach besser als ein mystischer Raumtaifun, kostet aber 1000 Leben, aber ja, muss man heutzutage haben, diese Karte. Das ist mein Sideboard und ich würde sagen, ich zeige euch mal gerade so ein Standard-Combo-Turn von diesem Deck. Wie sich das gehört, um Dominanz zu zeigen, wir haben drei Karten, hier können noch zwei x-beliebige Karten daneben sein. Gucken wir uns an, was wir haben. Wir haben Cyanide-Gewinnung, wir spielen Cyanide-Gewinnung, die sagt, wir müssen eine Handkarte abwerfen, das tun wir hiermit. Na, falsche Seite. Das tun wir hiermit und dürfen dann unser Deck nach einem Cyanide-Monster durchsuchen. Dafür suchen wir die gute Gazelle. Gazelle kommt ins Spiel, weil wir können sie spezial beschwören, wenn ein Salamangreat den Friedhof hittet. Was die Gazelle noch sieht, den Abwurf sieht sie tatsächlich noch. Was ich sehr, sehr mächtig finde und am Anfang nicht verstanden habe. So funktionieren Yu-Gi-Oh! Decks halt heutzutage. Ihr habt quasi mit eurer Starthand schon immer auch eine Karte, mit der ihr Zugriff auf Karten in eurem Deck habt. Ist bei meinem Rotaugen-Deck nicht groß anders. Und so muss man halt spielen, dass man halt jede Karte direkt zur Verfügung hat und direkt seine Monster rauskriegt. Gazelle kommt in ein Spiel. Gazelle sagt, sie suchen unser Deck nach einer Karte, die wir dann in unseren Graveyard werfen können. Nehmen wir jetzt einfach mal den Jack Jaguar. Das ist halt auch so, das törichtes Begräbnis, eine Karte vom Deck auf den Friedhof legen, das haben viele Archetypen halt so bei sich eingebaut und das ist immer halt richtig gut und mächtig. Dann linken wir die Gazelle weg, dafür habe ich hier dieses 4-Center reingelegt, weil ich keine 4-Center Instrumenting habe. Ich nehme diese Szene, nehme einen Signallux. Signallux sagt, wenn er ins Spielfeld kommt, können wir unser Deck durchsuchen nach der Zauberkarte Großsalamander Heiligtum. Dann kommt das Heiligtum hier rüber. Heiligtum sagt halt, wir können noch einmal selber mit sich selber Link beschwören, was okay ist. Und wir haben eine, meiner Meinung nach sehr interessante Sache, dass wir halt nochmal ein bisschen ATK machen können. Finde ich jetzt nicht schlecht, aber das benutzt niemand. Es geht nur um das Doppelsum. Das macht halt die guten Spieler aus, wenn sie den zweiten Modus dann immer noch im Kopf haben und dann, wenn er wirklich einen Unterschied macht, dann halt einsetzen, um mit dem ATK-Boost dann tatsächlich zu gewinnen. Das ist immer witzig. So, dann gehen wir nochmal einen Salamander, einfach nur zum Sichergehen, dass wir auf jeden Fall einen Signallux-Salamander haben. Und mit diesem Links-Summen haben wir auch ein Exceed-Summen, das haben wir hiermit. Damit durchsuchen wir unser Deck noch nach einem weiteren Exceed. Na, wo haben wir ihn? Das ist dann Beschwörung Nummer 4. Beide sind jetzt Level 4, das heißt, wir können sie überlegen, können dann eine Rafflesia spielen und können, wenn wir es brauchen, eben eine Sache abhängen, um unser Deck nach der Fallgrube zu aktivieren und sie zu aktivieren, wenn der Gegner versucht, irgendwie es am Feld zu aktivieren. So, was wir dann machen können, wir können das Gürteltier spezial beschwören, können damit Gürteltier und Signallux, Gürteltier wird exiliert, in einen Sonnenlichtwolf gehen. Sonnenlichtwolf kann
sich einmal selber benutzen, um in einen Sonnenlichtwolf zu gehen. In dem Moment, wo er sich selber beschwört, kann er einen Zauber holen, haben wir leider keinen. Dann können wir den Jack Jaguar beschwören, können den hier drunter setzen, nehmen den Signallux, mischen den wieder ins Deck. Dadurch, dass wir eine Kreatur hier drunter gesetzt haben, können wir eine Feuerkreatur auf die Hand nehmen, haben wir Gazelle. Und wir haben immer noch nicht normal beschworen. Das heißt, wir können jetzt auch Gazelle normal beschwören, können dann eben versuchen weiterzuspielen. Ich übertreibe das jetzt mal komplett. Wir nehmen Gazelle, normal beschwören sie, gehen dann in den Link 3, in den Heißleo rein. Und können dann, wenn wir unbedingt wollen, in den Link 4 gehen. Für einen Access Code Talker mit 2, 3, 4, 6. 4, 6 Angriff. Wir könnten dann auch noch was anderes machen. Wir könnten dann auch, statt in den normalen zu gehen, in den, wenn wir jetzt das Board anders hätten. Da haben wir halt das Bossmonster, was man halt im Endeffekt so draus kriegen, was schwer aufzuhalten ist und was einem hoffentlich das Spiel gewinnt. Und das sind immer die, worum es heute zu sagen geht in den Decks, dass man die draußen hat. In Zug 1 am besten natürlich. Wir hatten das ja so. Könnten wir auch in den Update-Störer gehen. Mit dem Update-Störer gehen wir halt hin und sagen, hey, wir beschwören jetzt den. Mit dem und dem gegen wir den Transcode. Der Transcode holt uns was wieder. Damit können wir in den Update-Jammer gehen und können dann sagen, hey, wir haben hier jetzt, ich glaube, 8600 Damage am Feld. Plus nochmal sind 10.000 nochmal irgendwas. Das geht natürlich auch, je nachdem, was wir haben wollen. Ob wir halt lieber ihn am Feld haben oder sowas. Plus wir sind halt die ganze Zeit noch safe von dem Kreatureneffekt. Mega, und wir haben eine nutzbare Handkarte benutzt und ich habe wahrscheinlich 1000 Fehler bei der Combo gemacht, weil ich das Deck auch nicht so häufig spiele, aber Spaß dann habe ohne Ende und dass noch 1000 andere Wege gibt. Es ist so ein cooles Deck, ich mag es wirklich und deswegen würde ich ganz gerne euch jetzt noch mitnehmen, ganz kurz in einen Deck-Talk. Ja, findige Augen werden schon festgestellt haben, ich habe mir das Starter-Deck geholt, dreimal, das Structure-Deck und hab das ein bisschen verbessert und umgebaut. Und das ist halt witzig heutzutage, dass so, dass solche Structure-Decks, auch das Shadow und andere, also als ich damals noch Turnier gespielt habe, war es das Monarchen-Deck gerade und noch früher war es das Chaos-Drachen-Deck mit dem Lichtpulsar-Drachen und das fing damals an mit dem Machina-Fortress-Deck, dass man sagen konnte, Moment, okay, man kann dreimal ein Structure-Deck kaufen und damit tatsächlich auch auf Turnieren mitspielen. Ja, das ist halt echt krass. Und wenn man sich die allerersten Structure-Decks anguckt, das Drachen- und Zombie-Vampir-Genesis-Deck, also die waren alle unterirdisch, hat nie einer sich irgendwie dran gehalten. Aber mittlerweile gibt es immer Structure-Decks, die man direkt dreimal kaufen kann und mit auf Turniere kann. Das ist halt echt krass. Ich werde das Structure-Deck von hier, von den Salaman Grades, auch mal hier gerade verlinken und zeige es hier gerade mal. Und wenn es im Internet noch erhältlich ist, zeige ich es euch auch. Hab so ein paar Sachen reingenommen. Transcode-Sprecher ist aktuell super günstig. Als ich das Deck gebaut habe, war der bei 130, da wollte ich ihn nicht kaufen. Jetzt ist er aktuell mit diesem komischen goldenen Rand 50 Euro. Es ist eine Menge Geld. Das ganze Deck, dreimal das Starter, die Starter kosten mittlerweile auch irgendwie 20 oder 30 Euro. Dann nochmal der kostet nochmal ein Fuffi. Bist du schon bei 200 Euro knapp wahrscheinlich für das ganze Deck. Aber es macht tatsächlich mega, mega Spaß. Und man kann halt grinden mit dem Sonnenlichtwolf, kann damit Fallen wiederholen, kann damit den Großsalamander Zirkel wiederholen und so weiter und so fort. Mit dem Heißleo kann man Karten wegballern. Großsalamander, Wunderhengst kann man einfach wunderschön einfach extenden. Das ist so eine coole Karte. Es macht so viel Spaß. Hierfür habe ich mir die Karten eigentlich geholt, gerade weil die Ash Blossom damals sehr, sehr teuer war und wieder blutteuer ist und die einfach in dem Structure Deck drin ist. Deswegen habe ich mir die damals geholt. Fand ich sehr, sehr cool. Ist eine der besten Sachen und eben Kreis und Gazelle. Es gibt einen Grund, warum beide auf 1 sind, weil das sind die Herzen des Decks und ich finde sie beide großartig. Das ganze Deck macht mega viel Spaß. Ihr habt nur ganz, ganz wenig von dem gesehen, was das Deck tun kann. Ihr habt die Combo-Turns gesehen, das Deck kann grinden. Es gibt verschiedene Versionen des Decks. Verschiedene Leute spielen das Deck anders. Es ist wirklich, wirklich cool. Und ich hoffe, ich konnte euch so ein wenig, zumindest aus dem Rogue-Tier, zeigen. Ich spiele halt selber keine Tier-Decks, Tier-1, Tier-2-Decks. Ich spiele fast nur Rogue-Decks. Aber diese Rogue-Decks gewinnen halt genauso. Tier 1 ist halt wirklich das, was alle spielen, sage ich jetzt mal, was man so mehr als 50% auf Turnieren sieht, weil es halt die Decks sind, die im momentanen Meta echt am meisten gewinnen. Tier 2 sind die, die noch gerade so besiegen können, aber halt ja, eine größere Vielfalt bieten. So, das wäre wahrscheinlich was, Tier 2 wäre was, wo ich mich eher aufhalten würde oder wahrscheinlich noch eher im Rogue. Also alle Decks, die ich habe, sind auf jeden Fall Rogue-Decks. Und das ist halt das, was am seltensten gewinnt. Aber wenn man damit gewinnt, fühlt man sich gut auf jeden Fall. Wobei das Sky Striker schon ziemlich competitive ist. Immerhin habe ich damit auch, ohne zu wissen, wie das funktioniert oder wie Yu-Gi-Oh! Funktioniert oder wie irgendwas funktioniert, was mir Gegner macht, den zweiten Platz auf einer Local gemacht.
bei den anderen Finale wurde ich einfach zweimal Turn 1 umgebracht, ohne dass ich was tun konnte. Aber zum Solomon Grade, ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt das Video bis zum Ende geschaut. Wenn ja, bitte, bitte bewertet das Video gut. Lasst dem Nutentim ein Like und auch vor allem ein Abo da. Der macht so vielen coolen Content. Nicht nur Yu-Gi-Oh!, auch Magic, auch Pokémon. Es kommt alles so ein bisschen gemischt. Es ist wirklich cool. Es ist ein ganz besonderer Blick auf das Hobby, Kartengame. Und deshalb viel Unterstützung für den lieben Tim. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blacksaid. Ciao, ciao. Ja, das war jetzt Blackies Video. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hier. Und ich hoffe, meine Einblicke konnten euch auch so ein bisschen noch erhellen, so wenn ihr jetzt auch viel nicht mehr mit Yu-Gi-Oh! Zu tun hattet. Das ist halt das so, ne? Also so funktioniert Yu-Gi-Oh! Heutzutage. Ihr müsst die Regeln lernen, ihr müsst die Karten alle kennen, damit ihr wisst, was der Gegner da macht. Und dann müsst ihr die Karten kennen in eurem Deck, die dagegen gut sind. Und dann, ja, es ist wirklich leider viel so, ja, Turn 1, kannst du was gegen mich machen? Nee, okay, ich gebe auf, so. Ich gehe first, so, ja, okay, ich side meine ganzen Fallenkarten rein, wie er es ja auch gezeigt hat und so. Oder ich side meine ganzen Handtraps rein, so, also. Dass ich in Turn 1 was gegen dich machen kann, dass ich disrupten kann und ich dann halt loslege und du hoffentlich nichts dagegen machen kannst. So funktioniert Yu-Gi-Oh! Heutzutage. Ja. Wenn das euch Spaß macht, also ich garantiere euch auch in Real Life mit Leuten und manchmal auch im Internet, so macht sowas auch Spaß. Duel Links ist halt noch ein bisschen älteres Format wieder und Goat ist sowieso noch viel älter. Da geht das Ganze noch ein bisschen mehr hin und her. Sowas macht auf jeden Fall auch Spaß. Ihr habt ja auch Blackie jetzt gehört. Also warum sollte jemand, der so lange nicht mehr Yu-Gi-Oh! Gespielt hat, jetzt solchen Spaß in so einem Deck haben, wenn es nicht auch Spaß macht? Schaut gerne bei Blackie rein. Der macht halt wirklich eigentlich nur Magic the Gathering Content, weswegen jetzt das Yu-Gi-Oh! Video auf meinem Kanal jetzt kam. Vielen Dank dafür nochmal. Echt mega cooles Video. Mega cooles Deck. Und ja, kommentiert gerne unter dieses Video und Blackie guckt sich das dann auf jeden Fall dann auch an und liked, abonniert auch für weitere Yu-Gi-Oh! Cross-Magic-Content auch so ein bisschen und wir sehen uns.